machen wir nur wegen euch noch eine neue Fraktion. Die denke ich mir jetzt auf. Abgekühlt. Die. Scheiße. Ich sehe dreifach. Knusper. Nein. Vierfach. Genug. Flocken. Ich rufe die Wache. Fraktion. Lass mich mal, Graf. Na schön. Ihr könnt dieses Turnier stürmen. Aber es wird noch eins geben. Mit weiß der Geier was für Regeln. Wenn sie euch nicht passen, spielt nicht mit. Spielt da, wo es euch gefällt. Aber schreibt anderen nicht vor, wie sie zu spielen haben. Papalapap! Wie mein guter alter Freund Soltan Shivai sagen würde, wenn einer Papalapap sagt, kann er recht haben oder nicht. Aber wenn alle Papalapap sagen, dann wird wohl was dran sein. Also hören wir uns um. Wer hier ist noch deiner Meinung? Soltan Shivai? Den Halunken habe ich ja ewig nicht gesehen. Wie geht es ihm? Soltan geht es gut. Alles herhören. Unser Ausflug nimmt eine neue Wendung. Wir trinken mit Soltans Kumpel. Moment, meine Herren. Die finale Turnierrunde steht noch aus. Finale Runde. Scheiß drauf. Ich, Yakirati Berg, erkläre hiermit meine Teilnahme am Turnier. Und ich verlange, gegen den Sieger anzutreten. Wir werden sehen, ob diese skellige Fraktion auch nur einen Scheißhaufen wert ist. Ein für alle Mal. Einverstanden. Aber bitte Geduld. Zunächst brauchen wir ein Vorfinale. In dem Vorfinale tritt Graf Monnier mit der skellige Fraktion gegen Geralt von Riva an, der ebenfalls die neue Fraktion spielt. Der Traum meines Bruders wird wahr. Beide Kontrahenten im Finale spielen die skellige Fraktion. Viel Glück. Gewonnen! Noch dazu. Perfekt. Glückwunsch! Der Beste hat gewonnen. Noch dazu mit der besten Fraktion. Danke. Gutes Spiel. Skelliger hat gewonnen. Einen Scheiß! Das Turnier ist noch nicht vorbei. Jetzt bin ich dran. So war's vereinbart. Legen wir unsere Differenzen gleich hier und jetzt bei. Nun soll sich zeigen, wer der Turniersieger ist. Geralt von Riva mit der Skellige Fraktion oder Yakirati Berg mit den Skoyatel. Möge der Beste, Mann oder Zwerg, gewinnen. Ist der männliche Zwerg nicht technisch gesehen auch ein Mann? Aber gut, auf jeden Fall, genau das meinte ich, von wegen, ja, hier, die beste Fraktion hat gewonnen. Aber was ist denn das in so einem Kartenspiel für ein Qualitätsmerkmal? Du kannst, wenn du eine neue Fraktion erfindest, kannst du die unendlich gut machen. Darum geht's ja nicht. Es ist eher ein Anzeichen dafür, dass die zu mächtig ist, wenn die jetzt das Turnier gleich gewinnt und dass die genervt werden muss. Ah. So, das geht's. Ich finde das witzig, dass irgendwelche Leute, die ich auf meinen Reisen getroffen habe, von noch gar nicht allzu langer Zeit, direkt gleich in Gwent-Karten verarbeitet werden. Obwohl die vielleicht vorher auch gar noch nicht so richtig bekannt waren. Aber so ist das eben. So wie Kuh zum Beispiel. Kuh kannte vorher kein Mensch, aber seit der letzten heldenhaften Kuh-Quest mit Geralt ist Kuh ein weltbekannter Held. Und sofort wird eine Karte draus. Wen werfe ich denn jetzt noch raus? Da... Ein Berserker allein. Aber ich habe eine... Ich habe eine Spionagekarte. Ich könnte darauf hoffen, dass ich noch einen Berserker kriege. Okay, ich riskier's und schmeiß Triss Merigold raus. Ja, hab dafür Ciri bekommen. Das ist ein guter Tausch. Doppelt so stark ist Ciri. Oh, kein zweiter Berserker. Schade. Ich werde jetzt gleich so gemein reingrätschen in seine Karten da drüben.
Ich schau mal, ob er noch was... Ah, nein, er passt. Ah, schade, ey. Ich hab's gewusst. Ich hätte was Stärkeres spielen sollen, damit er glaubt, ich bin noch im Spiel. Aber naja. Mein Plan hat ja trotzdem funktioniert, aber ich hätte ihm theoretisch noch viel mehr kaputt machen können, wenn er noch stärkere oder mehr Karten mit der gleichen Stärke ausgespielt hätte. Aber ist ja egal. Gewonnen ist gewonnen. Wir haben auch noch eine Karte Vorsprung und unsere mutierte Superkuh. Also was will man mehr? Eigentlich alles perfekt gelaufen. Falls es noch eine dritte Runde gibt, hole ich die Kuh nochmal zurück aufs Feld. Du Schuft. Du elender Schuft. Das zahle ich dir noch heim, und zwar gleich doppelt. Du musst nur noch ein bisschen mehr Stärke auf deine Seite kriegen. Das dürfte jetzt schon funktionieren, ne? Ich kann zwar den Helden nicht zerstören. Na gut, ich kann... Nee, das stimmt schon. Wenn ich jetzt... Ich versuche es mal. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, der Held zählt grundsätzlich zur Gesamtstärke dazu. Genau, passt schon. Okay, cool. Tja, das hast du jetzt davon. Oh oh. Ich befürchte, das ist aktuell die stärkste Karte auf dem Spielfeld. Kablam. Ja gut, ich würde fast mal sagen, das haben wir gewonnen. Das holt er jetzt nicht mehr ein. Da hilft ihm auch kein Winter mehr. Das war schon mächtig, aber nicht so wirklich. Nicht mächtig genug auf jeden Fall. Okay, gepasst. Na dann. Ich bin froh, dass ich das jetzt ohne Speichern geschafft habe. Verkackt und zugebläht. Am schlimmsten ist, dass diese verfickte, skellige Fraktion gewonnen hat. Tja, Pech gehabt. Glückwunsch. Los, Jungs. Saufen wir uns irgendwo. Nein, bleibt hier. Ich möchte euch einladen. Wir müssen auf die Premiere der neuen Fraktion anstoßen. Und wenn jemand Lust auf ein Freundschaftsspiel hat, immer gerne. Danke für alles, Hexer. Gern geschehen. Ich habe mich amüsiert. Du hast dich als wahrer Gewinnmeister erwiesen. Hier, der Turnierpreis. Du hast ihn verdient. Vielen Dank, Graf. Vielen Dank nochmal, dass du an meinem kleinen Turnier teilgenommen hast. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Wer weiß. Leb wohl. Cool. Somit sind wir Gwent-Weltmeister. Na dann. Ah ja, guck, wir haben in Wirklichkeit erst 9 von 19 Karten gesammelt. Es gibt noch mehr da draußen irgendwo. Aber das kommt wahrscheinlich erst noch. Was die Kuh macht, die verwandelt sich eine Runde, nachdem man die gespielt hat, in eine supermächtige Karte. Sodala, okay. Dann machen wir jetzt ein paar Nebenquests, oder? Machen wir mal die Nebenquests, die wir jetzt haben, bevor wir die Hauptquest machen. Oder soll ich es wieder so machen wie beim Hauptspiel, dass wir das Level nach, dem Level nach entscheiden? Vielleicht gar keine blöde Idee. Dass wir jetzt erstmal die DLC-Quests auf Level 35 machen. Dann mache ich jetzt nur mal schnell. Hey, warte mal, wo ist denn mein Geld? Dieses Geld mit Zinsen, das uns der Kerl vorher angeboten hat. Das ist wahrscheinlich... Nee.
dachte, das müsste wahrscheinlich eine Mission ohne Levelanzeige sein, aber scheinbar nicht. Ach ja, da stolpern wir schon drüber. Wisst ihr was, dann machen wir jetzt, glaube ich, erstmal die Level 35 Hauptquest als erstes. Weil die niedriglevelligste Quest ist auch Level 35. Und das kümmern wir uns danach dann. Aber dann treffen wir jetzt, glaube ich, mal die Herzogin, oder? Ein Schlückchen in Ehre. Genau, zumindest eventuell. Yeah! Es ist sehr weit, ja doch, rufen wir mal Plätze. Schneller! Auch wenn Plötze innerhalb der Stadt nur so langsam reiten darf und wir uns hier durch irgendwelche Gässchen quetschen müssen mit dem Pferd. Macht's nicht leichter. Na komm, das schaffen wir. Ich glaube, ich wäre zu Fuß schneller gewesen. Sie hat genau mich angesehen. Gut. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken, wie groß das Gebiet außerhalb der Stadt eigentlich noch ist. Oh ja, doch, okay. Weil wir, seit wir hier angekommen sind, eigentlich fast nur in dieser Stadt hier unterwegs sind, jetzt schon seit Stunden. Das ist cool eigentlich. Hier gibt es nichts zu sehen. Weitergehen. Das Biest von Toussaint. Können wir jetzt immer noch nicht schneller reiten, Plötze? Ach, come on. Wir sind doch schon mitten in der Prärie, oder? Gefühlt. Na gut, jetzt reiten wir anscheinend in diese alte Burgruine. Und jetzt geht's plötzlich. Ich verstehe die Regeln nicht. Alles in Ordnung. Situation normal. Das ist ein Friseur. Ob es hier neue Frisuren gibt? Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Ich werde dir meine Erlaubnis nicht geben. Es kommt nicht in Frage. So. Es ist spät, ich weiß. Tut mir leid, dass ich störe. Aber ich muss die Herzogin sprechen. Mich störst du nicht. Ich hatte das Haupt noch nicht zur Ruhe gebettet. Doch was die allergnädigste Herrin betrifft, so musst du wohl warten, bis die Sonne wieder aufgegangen ist. Fühl dich wie zu Hause. Milton hat erwähnt, dass du in Corvo Bianco warst, um das Opfer des Biests zu untersuchen. Hast du etwas herausgefunden? Die Herzogin soll hören, was ich zu sagen habe. Wir können sie um diese Zeit nicht stören. Tja, wenn wir ohnehin warten müssen, mach dich auf eine lange Geschichte gefasst. Und wie sind wir von deinen Nachforschungen auf den Succubus gekommen? Es waren eben gute Zeiten und wir waren jünger. Darüber redet man immer gern. Schau, die Sonne ist aufgegangen. Dann sollten wir aufbrechen. Die allergnädigste Herrin ist sicher schon auf dem Turniergelände eingetroffen. Gehen wir! Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? So ähnlich. Du wirst es ja sehen. Jemand wird gegen einen Glumar antreten, der nur ein paar Gläschen am Schwanz hat, um ihn zu irritieren. Ja und? Das ist ein Geschenk des Kaisers höchstpersönlich. Ihr solltet das Vieh nicht so quälen. Wie würde es dir gefallen, Blumen und Blöckchen am Unterlinge anzunehmen? Du hast Mitleid mit einem Monster? Als Hexer? Ich töte Monster, die Menschen bedrohen. Ihr wollt ein Monster erniedrigen, um das Publikum zu unterhalten. Das bringt einem Ritter keine Ehre.
Wer kämpft denn gegen die Bestie? Guillaume, du hast ihn getroffen. Ja, er sagte, er habe der Dame seines Herzens eine Monstertrophäe versprochen. Große Liebe verlangt große Opfer. Gehen wir. Ich widme meinen bevorstehenden Sieg der schönen Vivienne. Es hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Ich wusste, dass das passiert, aber eigentlich bin ich auf der Seite vom Glöckchenschwanz. Insofern würde ich mich lieber raushalten. Aber gut. Nicht so laut. Wir müssen uns hören, um zu wissen, wo wir sind. OP! Aua. Aua. Au. Ich hab schon wieder die Steuerung vergessen. Ich will mich eigentlich die ganze Zeit heilen. Aber ich krieg's nicht hin. Spinne ich jetzt? Ich bin wirklich wie beim letzten Mal. So, jetzt. Wie vor ein paar Folgen, da hatte ich genau das gleiche Problem. Ich wusste nicht mehr, wie man sich heilt. Und jetzt ging's mir auch so. Einmal kurz antippen und nicht draufbleiben. Das war der Fehler. So. Nochmal das Ganze. Alle zurück auf Position. Kamera läuft. Ton. Und noch mehr Ton. Mehr Kameras. Mehr auf Position gehen. Und mein Gott, die Ladezeit. Was ist denn da los?